Okay. Ja, ein wunderschönes herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, es ist mega geil. Und zwar bin ich heute hier, man sieht es, ich bin heute nicht in der Werkstatt. Und zwar sind wir heute mal unterwegs bei den lieben Kantmännern. Und wer das ist, werde ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar, immer Gavin, kommst du mal so ein bisschen hinterher. Habe ich hier die richtig coolen Kantmänner hier. Wir haben einmal hier den Timo und wir haben einmal hier den Lars und das sind die Experten rund ums Thema Blech. Also alles, was mit Blecharbeiten zu tun haben, also das kriegen die Jungs echt mega geil hin. Und wir haben hier so ein kleines Türchen und da sollen jetzt hier mal so ein paar Bleche reingekantet werden und die zwei Jungs machen uns das einfach mal. Und was für Bleche nehmen wir? Verzinkte Bleche? 2 mm Stahlblech, verzinkt. Richtig, genau. Die machen wir da rein. Die werden dann hier so reingekantet und dann auch nachher hier verschraubt, sodass wir es einbauen können. Und das sind nicht nur mal eben so Bleche, wo man mal eben so ein bisschen drauf rumkloppt und mal so ein bisschen was macht, sondern die müssen wirklich individuell angefertigt werden. Und da gibt es hier so richtig, richtig geile Maschinen hierfür. Guckt euch das mal an hier mit Logo und allem drum und dran. Also richtig harter Stahl hier. Das wird hier richtig geplant. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und vielleicht kann uns der Timo das einmal ganz kurz erklären, wie das hier geplant wird. Alles digital hier. Und zwar sind das jetzt quasi eure Zuschnittmaße, ne? So gesehen, ne? Ganz genau. Hammerhart, ne? Ja, Leute, ich würde mal sagen, dann werden wir doch mal zuschneiden und mal kanten lassen hier. Kommt mal mit. Hör mal, ich habe gar keine Handschuhe an. Hör mal. Ja, ne? Gavin, hast du schon mal so schöne Maschinen gesehen? Nee, doch nicht. Hast du auch schon mal so eine schöne, saubere Werkstatt gesehen? Also außer unserer natürlich. Richtig cool, ey. Und das ist jetzt hier alles komplett digital. Das heißt, man gibt das jetzt ein, die Maße, und da hinten richtig verstellt sich dann wahrscheinlich so ein Anschlag. Richtig, auch auf 1/10 mm. Na, haben wir eigentlich auf 1/10 mm gemessen, Gavin? Nee, ne? Nee. Gut, aber die Jungs können das wenigstens, im Gegensatz zu uns. Ne? Bäm! Wie das knallt, hör mal. Wie das knallt. So, jetzt sieht man auch mal, ja, dass auch ich mal arbeite, weil sonst heißt es ja immer, ich mache nichts den ganzen Tag. Zack, schön. Puh, hör mal, das ist ganz schön anstrengend, okay, würde ich mal sagen. Hör mal, soll ich das mal rübernehmen, das Blech? Ja. So, damit das auch so aussieht, als würde ich was tun. Und zwar haben wir jetzt hier so eine Stanze, da muss ich jetzt vorstellen, die Jungs machen daraus jetzt so eine Wanne wie so eine Art Kuchenblech. Ne? Und wenn man das jetzt so umkanten würde, das würde nicht funktionieren. Deswegen haben wir dann hier so eine, wie heißt das eigentlich richtig, diese Presse? Heißt das jetzt hier Stanze, einfach nur Stanze. Gibt es jetzt hier keinen Fachausdruck wie Blechausklink-Dingsbums da? Ach, egal. So, jetzt haben die Jungs das hier so wunderbar ausgeklinkt. Ich erkläre das nochmal ganz kurz, warum das wichtig ist. Also das wird ja so eine Art Kuchenblech, das wird so eine gekantete Wanne. Ne? Und wenn diese Ecken jetzt nicht rausgeklinkt wären, dann könnte man das ja nicht hier umkanten. Ne? Und deswegen haben die jetzt um die Materialstärke, wo es halt hochgekantet wird, eben sieht man das, dass man das hier so auch sieht, ne? Wurde das halt rausgeschnitten, also rausgestanzt mit der Stanze, was wir gerade gesehen haben. Und dann können halt hier diese Kantmaschine kann das dann quasi wie so ein Kuchenblech umkanten und dann kann man das dann quasi hier so reinmachen und das kann dann da verschraubt werden. Gavin, ist das spannend, das ist spannend. Ich bin irgendwie total aufgeregt, ja. Ich finde das voll cool. Ja, ich kann das wirklich nur noch mal betonen, ne? Das ist nicht mal eben, ja? Das ist wirklich Handarbeit, das ist Denken, das ist Handwerk, ja? Köpfchen, nicht einfach nur klatsch, klatsch, klatsch und fertig. Das ist es nicht, ja? Das ist wirklich Können. Ey. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Das ist einfach nur geil. Simsalabim, fertig ist das Blech. Jackpot. So, wer traut sich so, denn jetzt mal? Und zwar mal hat uns der liebe Timo das Blech gerade gekantet. Und Leute, was soll ich sagen? Guck dir das an, Gavin. Es passt wie ne Eins. Ist das geil oder ist das geil? Mega geil. Mega geil. Hör mal, ich danke dir, ne? Super, gerne, super. Gerne. Das muss ich immer wieder machen. Das ist wirklich toll gemacht.
wirklich toll, das war richtig geil, ne? Wir machen uns einen vor. Wir machen uns einen vor, das können wir gut, ne? Genau. Viele Ideen kommen halt einfach von Kunden, ja. Einfach, ja. Pass auf, ich habe das und das Problem, ja. Könnt ihr mir helfen? Und dann kann man sich zusammen mit dem Kunden hinsetzen und... Ja, und vor allem in einer schönen Atmosphäre. Also wirklich, man sieht das ja, wie wirklich schöne Atmosphäre. Falten sagen auch viele. Ja? Falten auch. Falten hatten wir im Kindergarten mal, ne? Ne? Ja, genau, so richtig coole Sachen. Oh. Hör mal, ich hole da mal im Gewinn. Ne? Können wir rausschneiden, wenn ich hier wieder durch die Gegend laufe, wie so ein Bekloppten. Wir befriedigen jeden. Wir befriedigen jeden. Also uns haben sie auf jeden Fall befriedigt hier gerade mit uns. Ich schaff 21, 22. Dankeschön. Ja.